Hallo, es geht heute um die Erleichterung. Also manchmal ist es möglich, den Ball zu droppen ohne Strafschlag oder Strafschläge. So, ich werde jetzt meinen Abschlag machen und der wird an eine ganz interessante Stelle zur Ruhe kommen. Der Ball liegt mitten auf dem Fairway, aber mein Ball ist leider in eine Drainage gerollt. Ich kann ihn natürlich nicht spielen, aber ich bekomme dieses Mal keine Strafe dafür. Warum? Weil das ein Hemmnis ist. Hemmnis sind Dinge auf dem Platz, die künstlich sind. Das ist ein unbewegliches Hemmnis. Es gibt natürlich auch bewegliche Hemmnisse, wie eine Hake in einem Bunker. Aber hier kann ich natürlich das Hemmnis nicht entfernen. So, die Vorgehensweise werde ich dir gleich zeigen. Aber was du zusätzlich wissen musst, es gibt mehrere andere Situationen auf dem Platz, wo du Erleichterung bekommst. Und das, was du da machst, ist fast immer gleich, wie ich jetzt dir erklären werde. Diese Situationen sind Bodenausbesserung, also da, wo die Greenkeeper tätig waren, zeitweiliges Wasser, also eine Pfütze auf dem Fairway zum Beispiel, Tierspuren, das haben wir leider mehrere von, also Maulwurfshügeln. Wenn der Ball da liegt, bekommst du auf jeden Fall Erleichterung. Dein Ball könnte eingebettet sein, dafür kriegst du auch Erleichterung. Vielleicht liegt dein Ball auf dem falschen Grün. Da darfst du auf gar keinen Fall spielen, du bekommst auch dort Erleichterung. So, in all diesen Fällen kannst du genau das tun, was ich dir gleich zeige. Das Erste, was ich jetzt herausfinden muss, ist, wo ist der nächstgelegene Punkt, wo ich frei stehen kann und schwingen kann. Dieser Punkt darf nicht näher zur Fahne sein, was da ist. Um den nächstgelegenen Punkt zu suchen, musst du den Schläger nehmen, mit dem du den nächsten Schlag machen wirst. Ich habe jetzt 70 Meter zur Fahne und ich werde das mit meinem Gap Wedge spielen. So, ich werde den nächstgelegenen Punkt damit finden. So, wo könnte es sein? Ich könnte von hier spielen. Hier bin ich auf jeden Fall frei. Was wäre andere Möglichkeiten? Ich könnte hier stehen. Aber ich weiß, dass ich beim Durchschwingen den Ball und dann den Boden treffe, dann würde ich hier das Hemmnis treffen. Dann müsste ich so weit weg. Aber dieser Punkt ist weiter weg vom Ball als dieser Punkt. Ich könnte da stehen, nein, da, nein. Also ganz klar, der nächstgelegene Punkt, wo ich frei schwingen kann, ohne darauf zu stehen, ist hier. So, ich benutze ein Tee, um diesen Punkt zu kennzeichnen. Und jetzt darf ich den Ball innerhalb einer Schlägerlänge droppen. So, das musst du dir merken. Wenn du Erleichterung bekommst, darfst du innerhalb einer Schlägerlänge droppen. Wir haben schon in dieser Serie, übrigens die andere Video siehst du unter diesem Video, wir haben gesehen, beim Strafschlag darf man den Ball innerhalb zwei Schlägerlängen droppen, also meistens. So, bei Strafschlag zwei Schlägerlängen und bei Erleichterung nur eine Schlägerlänge. Um diese eine Schlägerlänge zu messen, darfst du deinen längsten Schläger verwenden. Also das ist mein Driver. So, ich stecke auch hier ein Tee in den Boden. Ich darf jetzt den Ball holen und ich darf den Ball droppen. Sehr wichtig, dieser Punkt darf nicht dichter an der Fahne sein, aus da, wo der Ball lag. Ich droppe ihn kniehoch. Der ist innerhalb dieser eine Schlägerlänge zur Ruhe gekommen. Er ist nicht näher zur Fahne gerollt. Das war knapp, aber hat er nicht. Ist er nicht. Darf die Tees entfernen. Und jetzt mein Schlag ausführen. Das ist so eine Dreiviertelschlag für mich. Rhythmus ist hier sehr, sehr wichtig. Flick. Rechte Seite vom Grün. Der Schlag war okay.
Aber zumindest habe ich hier keinen Fehler gemacht. Und es ist wirklich wichtig, dass du die Regeln gut kennst, dass du wirklich mögliche Strafschläge vermeidest. So, danke für das Zugucken. Die Videos in dieser Serie sind wirklich sehr, sehr gut für zum Beispiel die Platzreifeprüfung oder wenn man einfach die wichtigsten Regeln wissen muss, die man auf dem Platz sehr oft verwenden muss.